Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. American Truck Simulator. Ah, ob wir jetzt gute 2000 Meilen vor uns haben. Bei so ungefähr 400 Meilen pro Folge, was wir, glaube ich, irgendwie so im Durchschnitt schaffen. Heißt das also jetzt mindestens noch 5 Folgen. Das wird eine schicke Tour. Ich so, wo fahren wir jetzt eigentlich lang? Ich habe überhaupt gar nicht geguckt, wo wir jetzt eigentlich lang fahren. Ah, siehst du? Ich wollte da hier unten lang fahren. Ich hätte ja eigentlich auf die Autobahn rauffahren dürfen, auf die 5. Ja, wir kommen auch, aber wir kommen noch auch nie wieder rauf. Kannst du vergessen. Wir müssen immer eine Rumfahrt machen. Aber hier gibt es keine Spur raus, damit wir hier lang fahren können. Wenn wir hier lang fahren, fahren wir hier ein Stücke zurück. Hier auch nicht, weil die Spur auch wieder dahinter ist. Fahren wir auch also ein Stücke zurück. Das ist ja behindert hier. Na gut, was soll's. Die Strecke kennen wir auch noch nicht, von daher. Ist übrigens eine unbekannte Strecke, obwohl ich eigentlich mal ein bisschen hier am Strand langfahren wollte. Ah, gut. Ready to roll. So. Straight on.
Peter sich einfach überholen möchte. Was ist los mit dem? Und da wurde ich abgedrängt. Was ein Loser. Voll unfair. Die Autos dürfen 70 fahren und wir gerade mal 55. Finde ich nicht nett. Thank you.
straight on.
wenigstens hier zwei Auffahrten. Warum ist rechts neben mir so eine durchgezogene Linie? Das mag ich nicht. Dürfen wir jetzt überhaupt noch rechts hier nähen, ne? Durchgestrichene Linie heißt ja nicht. Also, nicht, dass das verboten ist, aber weil dann wären zwei Linien. Aber zumindest, dass das nicht erwünscht ist. Ja, das geht's bergab. Ja, moin. Träger, der muss aber noch einen Zahn drauf, ey. Gut, hier mittlerweile auch. Sorry, aber er wollte nicht hören, musste ich ihn ein bisschen von der Spur drängen. Wenn man da sagen, nächste Möglichkeit, gehen wir gleich mal rein. Weil wir müssen bald mal tanken. Und wollte wieder. Also guck mal, vorne ist ja direkt eine Pause. Dann nehmen wir die doch direkt mal. Lol. Da ist der Bus tatsächlich bei der durchgezogenen Linie rübergefahren. Und ja, ich mach's gerade absichtlich. Denn erst Handbremse lösen und dann anfahren ist eine ganz dumme Idee. Weil wenn du die Handbremse löst und dann schon anfängst rückwärts zu rollen, weil du auf dem Berg stehst, dann zu beschleunigen, da wirkst du hundertprozentig den Motor ab. Und deswegen erst aufs Gaspedal treten. Und in dem Moment, wo der LKW versucht loszufahren, dann erst die Handbremse lösen. Ach, das Gebäude hier. Na ja, gut. Gute Frage, ob wir überhaupt schlafen wollen. Ja. Mal auf der Landkarte gucken, wo die nächste Möglichkeit wäre. So, nächste Möglichkeit wäre denn dann. Oh, das kann ich mal sogar weg. Dann müssen wir eh hin.
25 Minuten. Ja. Wobei, sage genauso katastrophisch aus, genauso eng. Aber packen wir doch lieber gleich hier. Wir wissen die Länge vom Auflieger unterschätzt. Ja, moin. Warum haben wir auch so lange Auflieger, sag mal. Gut, soll ich mal sagen, machen wir der Stelle auch gleich mal Folgen. Pause, Ende. Und dann sehen wir uns nächste Folge denn dann wieder. Bis dann.